Aktuell. Unglaublich spannend. Debattenfreudig. Perspektivreich. Bewusstseinserweiternd. Genauigkeit. Interessant. Das Sachbuch ist natürlich ein weites Feld, ja. Ob Sie da die Biografien nehmen, ob Sie Debattenbücher haben, ob Sie Jubiläumsbücher zu besonderen Anlässen haben, was auch immer. Und da die starken Titel rauszufiltern, das ist unsere Aufgabe. Dennoch müssen wir uns auch klar machen, dass wir eine Auswahl in dieser Gruppe sind, dass wir bestimmte Perspektiven unter Umständen nicht abdecken. Man maßt sich an, über Bücher zu entscheiden, in die Menschen zum Teil 3, 4, 5 Jahre Arbeit gesteckt haben. Und wir lesen diese Bücher und sind dann quasi die Richter. Aber auch Richter ist ja letztlich ein ehrenwerter Beruf. Wir wollen unterschiedliche Themen heraussuchen. Wir wollen unterschiedliche Zugänge zu Themen. Die große Herausforderung besteht darin, dass die Sachbuchvielfalt so enorm groß ist. Und da sehe ich uns als Jury auch so ein bisschen als VertreterInnen danach zu schauen, was ist jetzt gerade, was bewegt die Menschen? Es geht darum, dass man immer mehr zu einer Auswahl kommt und es geht um Kompromisse bei so einer Jury immer. Ein gutes Sachbuch zeichnet sich durch eine hohe Zugänglichkeit aus. Es muss das Potenzial haben, einen breiten Leserkreis anzusprechen. Ansonsten ist es eher ein Fachbuch, wenn es nur eine sehr enge Leserschaft überhaupt interessieren kann. Ist es stimmig? Gibt es eine gute Darstellungsform, sodass ich es nachvollziehen kann, was da drin steht? Ist es von mir aus spannend geschrieben, unterhaltsam? Auch das ist ein Kriterium übrigens, was viel mit Stil zu tun hat. Weltpolitische, kulturpolitische, aber eben auch Fragen, die die Gesellschaft bewegen, die die Gesellschaft vielleicht auch spalten, dass die aufgegriffen werden. Ich glaube, das Wichtige momentan ist, dass wir weggehen von so einer Fragmentierung. Letztlich ist aber die Frage, ob ein Buch das, was Stand der Wissenschaft ist, ausreichend abbildet, fundiert abbildet. Ein herausragendes Sachbuch sollte möglichst viele LeserInnen für ein Thema begeistern, für das sie sich noch gar nicht unbedingt besonders interessiert haben. Ich glaube, dass gute Sachbücher so etwas wie die Grundlage für eine demokratische Gesellschaft legen können. Wir brauchen diese Grundlage, die kluge Menschen recherchieren, die sie für relevant halten, wo sie viel Kraft und Energie reinstecken. Und über alles andere, was sich aus diesen Fakten ergibt, da können wir gerne streiten. Aber die Fakten zwischen zwei Buchdeckeln, die brauchen wir, glaube ich, nötiger denn je. Gute Sachbücher können eine Grundlage legen für eine demokratische Gesellschaft, haben wir soeben in dem ersten Zuspieler des Abends gehört, in dem uns die Jury des Deutschen Sachbuchpreises 2023 vorgestellt wurde. Auf diesen Satz, liebes Publikum, von Stefan Koldehoff komme ich gleich zurück. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, hier im kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg sowie außerhalb dieses Kulturdenkmals, wie auch immer und wo auch immer Sie uns folgen, etwa über den Stream von Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Katja Gasser und ich darf Sie durch die nächsten 60 Minuten begleiten. Zurück zu dem Satz des Kollegen Koldehoff, wonach Sachbücher eine Grundlage legen können für unsere demokratische oder für eine demokratische Gesellschaft. Das heißt, liebes Publikum, wir haben es heute mit einer gewichtigen Sache zu tun. Was Gewicht hat und was nicht, ist auch und nicht zuletzt eine politische Entscheidung mit handfesten gesellschaftspolitischen Folgen. Wir könnten ja auch eine Gesellschaft sein, die auf Sachbücher, auf Bücher im Allgemeinen, auf denkerische Arbeit pfeift.
Was hieße das über uns? Was erzählte das über uns? Und was erzählt es über uns, dass wir das eben nicht tun? Jedenfalls, finde ich, bedeutet es, dass wir noch nicht ganz verloren sind. Ich bitte nun die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, um ihre Grußworte und auf die Bühne. Es folgen Grußworte von Katharina Fegebank. Sie ist Hamburgs zweite Bürgermeisterin, Senatorin für Forschung, Wissenschaft, Bezirke und Gleichstellung. Aber zuerst Karin Schmidt-Friedrichs. Danke, liebe Frau Gasser, liebe Gäste hier in der Elbphilharmonie, liebe ZuschauerInnen an den Bildschirmen zu Hause, liebe UnterstützerInnen, liebe Katharina Fegebank, liebe Jury und ganz besonders liebe nominierte AutorInnen. Und weil Sie es alle verdienen, möchte ich Sie jetzt auch einzeln nennen. Omri Böhm, Theresa Bücker, Ewald Frieh, Judith Kohlenberger, Meron Mendel, auf den letzten Moment noch angekommen, was mich sehr freut, Hanno Sauer, Martin Schulze-Wessel und Elisabeth Wellershaus. Und ich glaube, das ist den ersten Applaus wert. Sie haben die hohe Hürde genommen, Sie sind nominiert. Das ist allein schon ein toller Erfolg und damit begrüße ich Sie alle herzlich zur Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises. Wir vergeben den Preis für das Sachbuch des Jahres heute zum dritten Mal und ich denke, man kann inzwischen sagen, dass der Preis sich als wichtige Plattform für die Themen der Zeit etabliert hat, obwohl sein Start in die Corona-Zeit fiel und das deshalb nicht ganz leicht war. Der Preis ist aber auch mir persönlich ganz besonders wichtig. Die 8 von der Jury für den Sachbuchpreis 2023 nominierten Titel sind nämlich ein Panoptikum aktuell relevanter Fragen, und zwar nicht nur der Fragen, die bereits in aller Munde sind, sondern auch derjenigen, die es verdienen, dass ich mich, dass wir alle uns damit beschäftigen. Die für den Preis nominierten Titel sind jedes Jahr auch ein Themenradar, das ich nutze und das ich empfehle, um eventuell blinde Flecken oder persönliche Aufmerksamkeitsdefizite auszumachen und Bildungslücken zu schließen. Die nominierten Titel zeigen mir auf, wo meine Weltsicht und mein Wissen Unterfütterung brauchen. Sie heben mich aus dem Nachrichtenstrom der Zeit auf eine Metaebene des bewussten Denkens und im besten Fall natürlich auch des Handelns. Nur wenn wir uns dieses Nach- und Weiterdenken abverlangen, können wir uns auf Dauer als mündige BürgerInnen verhalten und die Demokratie sicher, Sie sagten es eben schon, für die die Menschen vor 175 Jahren auf die Barrikaden gingen und ihr Leben riskiert haben. In den 3 Jahren, die es den Preis nun gibt, hat sich gezeigt, dass es trotz aller Unterschiedlichkeit der nominierten Titel irgendwie immer verbindende Aspekte unter diesen Büchern gab und gibt. Und dass die AutorInnen ihre Begegnungen stets genutzt haben, um sich wechselseitig und gegenseitig zu inspirieren und weiterzubringen. Das geht so weit, dass sich die Nominierten im letzten Jahr statt eines von uns ausgewählten Präsenz gewünscht hätten, die Bücher der jeweils anderen zu bekommen. Ein Wunsch, den wir jetzt natürlich diesen Nominierten sofort erfüllt haben, in der Hoffnung, dass sie den überhaupt auch hegen. Auf wunderbare Art und Weise verweisen die Gedanken der nominierten Bücher tatsächlich aufeinander. Sie leiten den Leser und die Leserin durch ihre Motive vom einen zum nächsten weiter, ein wunderbares Perpetuum mobile der Wissensvermittlung, auf das sich einzulassen, ich Sie herzlich einlade. Sie sehen, das sind die Nebenkosten des heutigen Abends, das wird teuer. Und hier sind wir. Hier wird unsere Selbstverpflichtung als Buchbranche deutlich. Wir möchten vielfältige und qualitativ hochwertige Inhalte anbieten und Neugier und Interesse wecken, damit sie gerne geteilt werden. Damit möchten wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft leisten. Und das möchten wir nicht nur, das tun wir.
Danke, liebe AutorInnen, danke, liebe Verlage, dass Sie diese wichtige Aufgabe mit so viel Engagement und Ernsthaftigkeit übernehmen. Danke, liebe BuchhändlerInnen, für Ihren unermüdlichen Einsatz in der Vermittlung von Buchbegeisterung. Mein herzlicher Dank gilt zudem unseren Förderern und Partnern, ohne die es den Deutschen Sachbuchpreis nicht gäbe. Allen voran gilt mein herzlicher Dank der Deutsche Bank Stiftung, die seit Bestehen des Deutschen Sachbuchpreises sich als Hauptförderer engagiert. Lieber Herr van Driander, liebe Frau Dr. Schmidt-Mathiesen, liebe Frau Dr. Hasenflug, danke und wie schön, dass Sie heute hier sind. Ein weiterer herzlicher Dank gilt der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und ich begrüße ganz herzlich Herrn Lange und Frau Staschen. Und mein letzter, als Hamburg-Fan nicht minder herzlicher Dank, gilt der Freien und Hansestadt Hamburg, die es uns durch ihre Förderung ermöglicht, den Deutschen Sachbuchpreis zum ersten Mal hier in der Elbphilharmonie zu verleihen. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen. Wir haben Ihnen einen vollen Saal mitgebracht. Und liebe Frau Fegebank, als zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin der Stadt Hamburg und damit letztlich als Gastgeberin, übergebe ich Ihnen damit die Bühne. Dankeschön. Ja, guten Abend. Es ist mir eine riesengroße Freude, Sie alle hier willkommen zu heißen. Sehr geehrte liebe Frau Schmidt-Friedrichs, liebe Jurymitglieder, liebe Nominierte, meine Damen und Herren, liebe alle. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn Sie mir eben beim Hereinkommen gesagt haben, dass Sie eigentlich nie aus Hamburg weg wollten, aber inzwischen in Mainz leben. Vielleicht ist das jetzt nicht das letzte Mal, dass Sie hier sind und möglicherweise haben wir ja auch die Gelegenheit, in den kommenden Jahren nochmal Gastgeberin sein zu dürfen für den Sachbuchpreis. Sie alle kennen Hamburg als Ort hanseatischer Höflichkeit, aber manchmal kann Hamburg auch ein bisschen spitzfindig. Christoph Lieben-Seuter, der Intendant dieses wunderbaren Hauses, hat mal zu Protokoll gegeben, dass er die Literatur selbstverständlich verehre. Sie sei ganz klar the next best thing to music. Also das Beste nach der Musik, eine etwas liebevoll gemeine Liebeserklärung, wie ich finde. Und umso mehr freue ich mich nochmals, dass der Literaturbetrieb heute hier in diesem Hause Station macht und wir das Sachbuch feiern, und zwar heute Abend ganz unstreitig an erster Stelle. Also nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen Ihnen allen zu dieser großartigen Premiere, zur ersten Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises hier in Hamburg. Und auch für mein Ressort, und ich spreche hier heute für den Senat, also für die Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Landesregierung, sicherlich auch in Vertretung für meinen Kollegen Carsten Broster, Ihnen allen ja bekannt, der sehr gerne auch heute hier gewesen wäre und ich diesen Termin aber sehr gern übernommen habe, weil das auch für mein Ressort, für die Wissenschaft und für die Forschung ein wirklich grandioses Signal ist, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit der Verleihung hier nach Hamburg gekommen ist. Denn Hamburg, und das sieht man nicht nur an diesem Prachtgebäude, unser ganzer Stolz, ist natürlich über die letzten Jahre viel mehr geworden als nur eine stolze und traditionelle Handels- und Hafenstadt. Wir sind auch Heimat einer Exzellenzuniversität, eines der weltweit führenden Teilbeschleunigerzentren und arbeiten an Spitzenforschung zu Themen unserer Zeit, von Kolonialismusforschung über Klimaforschung bis hin zur Infektionsforschung. Mit der Science City Hamburg-Bahrenfeld bauen wir das erste Mal in der Geschichte dieser Stadt einen wissenschaftsgetriebenen, völlig neuen Stadtteil, der Wissenschaft, Leben, Wohnen eins werden lässt, und wir wagen wirklich in der Wissenschaft einen ganz großen Aufbruch, denn sie ist es natürlich, die uns Antworten auf die vielen großen Fragen unserer Zeit liefert. Und ich finde, der Deutsche Sachbuchpreis, der passt ganz ausgezeichnet dazu. Die großen Fragen dieser Zeit, die unmittelbar auf der Hand liegenden, aber auch die, die eben angesprochen wurden, die man nicht auf den ersten Blick sieht oder von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass es relevante Fragen sind oder sein können, sein werden, sie sind der Dreh- und Angelpunkt von Sachbüchern.
Sachbücher ermöglichen uns Recherche und Meinungsbildung, vermitteln Impulse für den gesellschaftlichen Diskurs. Sie machen Spaß, wenn sie exzellent recherchiert. Und auch das zeichnet die wirklich guten Sachbücher aus, von großer erzählerischer Kraft unseren Horizont erweitern. Meine Damen und Herren, liebe alle, heute Abend gehen 8 Sachbücher ins Rennen und die verhandelten Themen sind ein Spiegel unserer Zeit und stellen wirklich große Fragen. Was lehrt uns die Geschichte Russlands und seiner Nachbarländer über den Krieg gegen die Ukraine? Wie kommen wir in Europa zu einer humanen Asyl- und Integrationspolitik? Wie viel Individualität des Einzelnen hält eine Gesellschaft aus? Und wie können wir Arbeit gerechter organisieren? Diese und noch mehr Themen denken die nominierten Autorinnen und Autoren weiter und erhellen und bereichern so unsere aktuellen Debatten. Eine Jurybegründung für die aktuelle Shortlist ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Zu einem der nominierten Bücher hat die Jury geschrieben: Es fordert, es schmiegt sich nicht an. Und ich glaube, das ist der Pudelskern in diesen Zeiten, in denen wir alle aufgefordert sind, uns mit den wirklich großen Fragen auseinanderzusetzen. Diese Bücher sind Einladung und Aufforderung, sich ein eigenes Bild auf Basis geprüfter Fakten zu machen und eben nicht den Verschwörungsnarrativen in den ideologischen Echokammern Glauben zu schenken. Und mit diesen Büchern gelingt das. Liebe Nominierte, Sie alle, sagt man irgendwie immer, aber immer wieder auch von Herzen, haben diesen Preis verdient, hätten diesen Preis verdient. Ich wünsche Ihnen viele, viele Leserinnen und Leser und bin sicher, Ihre Arbeiten werden die Aufmerksamkeit bekommen, die Sie verdienen. Einen wunderbaren Abend uns allen und Hamburg ist froh und stolz, heute Ihre Gastgeberin zu sein. Genießen Sie die Zeit hier bei uns und in der Elbphilharmonie. Vielen Dank. Vielen Dank, Katharina Fegebank. Es fordert und schmiegt sich nicht an. Das wäre überhaupt ein schönes Motto grundsätzlich für den Deutschen Sachbuchpreis, wie ich finde. Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, sagte soeben in ihrer Rede, die Nominiertenliste sei ein Panoptikum aktuell relevanter Fragen. Und sie fügte etwas hinzu, was mir bezogen auf den Deutschen Sachbuchpreis in besonderer Weise relevant scheint, nämlich sie fügte hinzu, und zwar nicht nur der Fragen, die bereits in aller Munde sind, sondern auch derjenigen, die es verdient haben, dass ich mich, dass wir uns mehr damit beschäftigen. Zitat Ende. Das bedeutet auch, bezogen auf den Deutschen Sachbuchpreis, der Deutsche Sachbuchpreis schürft nicht nur an der Oberfläche, verhandelt nicht nur Marktdynamiken, spiegelt nicht nur Marktdynamiken, lässt sich von der Dummheit der Zeit nicht verleiten und jede Dummheit und jede Zeit hat ihre Dummheit und jede Dummheit korrumpiert, wie wir wissen. Der Sachbuchpreis, der Deutsche Sachbuchpreis, ist vielmehr Ausdruck des Willens zu kühnem, freiem Denken. Er ist Ausdruck des Willens zur Erkenntnisgewinnung und er ist Ausdruck des Anspruchs auf Mitgestaltung, was ich sehr wichtig finde. Liebes Publikum, wir sind beim zweiten Film des Abends angelangt und zwar werden uns im Folgenden die ersten 4 Nominierten vorgestellt, Omri Böhm, Theresa Bücker, Ewald Frie und Judith Kohlenberger. Danach werde ich die Jury-Sprecherin Jeanne Rubner auf die Bühne bitten zu einem zweigeteilten Gespräch. Die Zuspieler, die Filme sind übrigens zu ihrer Information allesamt in Kooperation mit dem ORF entstanden. Wenn man wirklich für Gerechtigkeit kämpft, dann muss man ohne Wir anfangen. Sehr oft heute denkt man, dass wenn man links denkt oder progressiv, dann denkt man mit Identität. Aber die Wahrheit ist natürlich auch die Rechten, sie kämpfen auch mit Identität. Und dann denken die Liberalen in der sogenannten Mitte, dass sie universalistisch denken. Ich möchte zeigen, das ist eigentlich falsch.
Mein Buch Radikaler Universalismus versucht, die Ursprünge des universalistischen Denkens zu hinterfragen, tut das aber, um eine Brücke zu bauen zwischen auf der einen Seite dem Universalismus der Aufklärung als eine, sagen wir, reine theoretische Idee und dem aktuellen, sehr starken Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Ich denke, dass sehr oft verstehen sich diese Trends als gegen den Universalismus gerichtet. Sie betrachten die universelle Idee der Menschheit als eine Ideologie, die es ermöglicht, zu kolonisieren, zu versklaven, die Natur zu beherrschen. Diese Trends sind nicht ganz falsch, aber ich möchte zeigen, die sind auch nicht ganz richtig. So, das Buch liest drei klassische Texte neu. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, Kants Was ist Aufklärung und die Bindung oder die Opferung Isaac. Wenn wir diese Texte besser verstehen, zeigen sie eine Tradition des Universalismus, die die universelle Menschlichkeit mit dem Prinzip verbindet, dass Gesetz oder Autorität nicht von Gerechtigkeit getrennt werden können. Wenn das stimmt, dann kann man den Universalismus in erster Linie als eine Emanzipationslehre verteidigen. Unsere Zeitkultur bringt hervor, dass wir im Prinzip im Widerspruch zu unseren Werten leben, weil die meisten Menschen sagen, dass Freundschaften oder auch Familie das Allerwichtigste ist, dem sie sehr viel Zeit einräumen wollen. Sie können es aber in ihrem Alltag nicht. Erwerbsarbeit ist nicht das, was uns als Gesellschaft primär zusammenhält. Mein Buch zeigt, dass Zeitnot kein individuelles Problem ist, sondern eine politische Machtfrage, die sich aber auflösen lässt. Zeitgerechtigkeit zu schaffen ist deswegen so wichtig, weil Zeit eine der wichtigsten politischen Ressourcen ist. Und die Demokratie nur inklusiv sein kann, dass alle teilhaben können, wenn Menschen wirklich gleichberechtigt genug Zeit haben, ihre Interessen innerhalb des politischen Systems einzubringen. Und der zweite Aspekt ist, dass Zeitgerechtigkeit unmittelbar mit Gleichberechtigung zu tun hat und wir Zeit zwischen den Geschlechtern neu und fair verteilen müssen, sonst werden wir das Versprechen, in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben, nie erreichen. Was ich mir am meisten erhoffe, dass LeserInnen mitnehmen, ist, dass sie erkennen, dass unsere Zeitkultur nicht naturgegeben ist, sondern ein politisches Ergebnis von Aushandlungen und dass sich auch darüber verhandeln lässt, sie sich verändern lässt, sodass wir eben gleichberechtigter miteinander leben können, Zeit souveräner werden und wir auch über Lebensqualität reden dürfen. Es war eine Erfahrung, die ich vorher noch nie gemacht habe, dass ein Buch so nah an mir selber dran ist. Ich habe eine Rundreise unternommen durch Westfalen und das Rheinland und dann noch mal zur Ostsee, um meine Geschwister aufzusuchen, da, wo sie heute leben. Und habe sie gebeten, sich an unser gemeinsames Elternhaus zu erinnern und durch die Räume zu gehen. Mein Vater war mit Leib und Seele Bauer. Das war sein Leben und die Rindviehzucht war das, was er gerne gemacht hat. Und insofern war ich für ihn erstmal auf dieser Ebene ein Totalausfall, weil ich alles falsch machte, auch kein Interesse hatte. Meine Schwestern haben auf die Frage, wolltest du gerne Bäuerin werden, unisono geantwortet, nein, auf keinen Fall. Und haben immer gesagt, ich wollte ein Leben, in dem ich nicht immer arbeiten muss. Meine Brüder haben auch
eher das Gefühl gehabt, ich kann mich woanders eher verwirklichen. Insofern gibt es dieses Ende des bäuerlichen Lebens, aber diejenigen in unserer Familie, die davon betroffen waren, haben das eher als Chance begriffen. Zunächst können Sie die Technisierung der Landwirtschaft, die Veränderung knapp vor dem Zeitalter der Massentierhaltung sehen. Sie können dann zweitens sehen, wie Menschen, Kinder vor allem, das erfahren, erlebt und persönlich verarbeitet haben. Und dann kann man auf einer letzten Ebene noch sehen, dass unsere Kultur, in der wir jetzt leben, unselbstverständlich ist, wandelbar und Gott sei Dank in ein paar Jahren ganz anders aussehen wird wie jetzt, weshalb es sich lohnt, neugierig zu bleiben. Ich glaube, ich habe, nachdem ich mich schon sehr lange mit diesem Thema befasst, so etwas wie eine kalkulierte Wut. Es ist schon wichtig, sich auch als Forschende, wenn man sich mit so einem wichtigen gesellschaftspolitischen Thema befasst, sich nicht nur hinter vermeintlich nüchternen Zahlen, Daten und Fakten zu verstecken. In meinem Buch geht es um die vielen Widersprüchlichkeiten, um die vielen Paradoxien im europäischen Flucht- und Migrationssystem. Ich schaue mir wirklich sehr viele unterschiedliche widersprüchliche Momente im Buch an. Der widersprüchliche Umgang mit Flucht und Vertreibung beginnt schon beim sogenannten Asylparadox. Das heißt, die Person muss auf Grund und Boden des jeweiligen Nationalstaats sein, um dort einen Asylantrag zu stellen. Und das führt zur paradoxen Situation, dass Geflüchtete Recht brechen müssen, Grenzen illegal passieren, um zu ihrem Recht zu kommen, nämlich das Recht auf Asylantragstellung. Das ist ein System, das wohl wissentlich genauso von europäischen Staaten geschaffen wurde. Genau aber diese Illegalisierung von Flucht wird den Geflüchteten zur Last gelegt. Ich glaube, wir machen es uns als Europäerinnen und Europäer sehr leicht, so zu tun, als würde uns das alles nichts angehen. Und das ist eben eine Grundannahme, die ich mit diesem Buch erschüttern wollte. Es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass man Grundrechte nicht für die einen abstellen kann, während sie für die anderen weiter gelten. Wie angekündigt, Frau Rubner jetzt bei mir auf der Bühne. Frau Rubner, Sie sind promovierte Physikerin, haben den deutschen Wissenschaftsjournalismus nicht nur der letzten Jahre, sondern in Ihrem Fall kann man wirklich sagen Jahrzehnte mitgeprägt, und zwar maßgeblich. Gegenwärtig sind Sie Vice President Global Communication and Public Engagement an der Technischen Universität München. Das klingt doch toll, nicht? Also Sie sind geradezu prädestiniert dazu, Jury-Sprecherin des Deutschen Sachbuchpreises zu sein. Es war heute schon viel davon die Rede, dass der Sachbuchpreis von gesellschaftspolitischer Relevanz ist. Ist das Sachbuch per Definition ein politisches Medium? Also erstmal vielen Dank, Frau Gasser, für diese tolle Vorstellung. Ja, ich glaube absolut. Ich glaube, das Sachbuch muss ein politisches Medium sein, also politisch in dem Sinn, dass es die Ursprünge, die Brüche, die Regeln, die Verwerfungen in unseren Gesellschaften aufgreift und thematisiert und auch im Gegensatz zu privat. Ich meine, ein gutes Sachbuch soll ja nicht nur unsere Familie, unsere Follower, unsere eigene Blase interessieren, sondern es soll Argumente hervorbringen, vielleicht auch Argumente, an die wir noch nie so gedacht haben. Ja? Argumente aus einer anderen Welt, von der anderen Seite. Und insofern ist tatsächlich, sehe ich tatsächlich ein gutes Sachbuch auch als politisch
an und es soll anregen, auch zu Diskussionen. Und ich meine, deswegen finde ich auch das Motto, was wir hier auch immer sehen, lesen, reden, denken, nein, lesen, denken, reden heißt es, des Deutschen Sachbuchpreises, finde ich hundertprozentig richtig. Sie sagen, der Sachbuchpreis soll nicht die eigene Blase beflügeln, sondern darüber hinaus erreichen. Die Bücher sollten möglichst viele erreichen. Gibt es für Sie als Wissenschaftlerin, als Fachfrau auf diesem Gebiet auch eine Grenze, wo Sie sagen würden, hin zum Populären, die zu ziehen wäre, also eine Grenze des Populären, wo man nicht drüber sollte? Also ich sehe die Grenze eher nicht sozusagen bei populär, sondern bei wissenschaftlich beziehungsweise unwissenschaftlich. Also wir haben es ja auch schon gehört, wie wichtig Fakten für ein gutes Sachbuch sind. Fakten und Wissenschaftlichkeit sind für mich sozusagen einfach die Hauptkriterien. Und da verläuft eben für mich die Trennlinie. Klar, wir wissen auch, Wissenschaft ist ja nicht immer eindeutig. Wissenschaft hat auch unterschiedliche Standpunkte, aber gute Wissenschaft kann erklären, wie sie Daten interpretiert, wie sie zu Standpunkten kommt, und das muss sie auch erklären. Und wenn das gewährleistet ist, dann finde ich, kann ein Sachbuch auch so populär, wie es nur irgendwie geht, sein, damit es eben möglichst gut lesbar ist und möglichst viele Menschen erreicht. Sie haben ja in Ihrem Fach auch internationale Erfahrung. Welche Auffälligkeiten weist denn der deutsche Sachbuchmarkt auf im Verhältnis zum angloamerikanischen Raum vielleicht? Also es fällt schon auf, dass deutsche Sachbücher sehr stark historische Themen, soziologische Themen, kulturwissenschaftliche Themen aufgreifen. Sicher unsere Tradition gewissermaßen. Also ich war kürzlich in den USA bei einer großen populärwissenschaftlichen Tagung und da waren viele Buchverlage vertreten und ich war wirklich überrascht und überwältigt, wie viele eben neue naturwissenschaftliche Titel da im letzten Jahr herausgekommen sind. Und da geht es eben wirklich von der Kosmologie über die KI bis hin zur Genetik. Und die Amerikaner insbesondere haben da eine große, große Tradition. Also das ist etwas, was mir in Deutschland auffällt und was ich eigentlich auch ein bisschen vermisse und wo ich mir wünsche, dass tatsächlich auch mehr Titel kommen. Frau Rubner, Sie bleiben mir hier auf der Bühne noch etwas erhalten. Wir sehen nun, liebes Publikum, liebe Zuhörende, den dritten und letzten Film des Abends. Und zwar zeigen wir Ihnen jene nominierten Porträts, die wir Ihnen bisher vorenthalten haben. Und zwar, es werden vorgestellt Meron Mendel, Hanno Sauer, Martin Schulze-Wessel und Elisabeth Wellershaus. Und wir ziehen uns zurück und kehren wieder. Wenn wir in Deutschland über Israel reden, reden wir eigentlich über uns selbst. Viele Menschen suchen gerade in diesem Komplex Israel und Palästina eine Bestätigung dafür, dass sie absolut auf der moralisch richtigen Seite sind. Und dafür muss man entweder ganz pro-Palästinenser sein oder ganz pro-israelisch. Und dabei verliert man gerade diese Zwischentöne. Und genau diese Differenzierung suche ich in dem Buch. Ich würde nicht sagen, dass alles, was ich beschreibe, nur in Deutschland stattfindet. In Deutschland ist vielleicht noch alles noch verstärkt aufgrund der Vergangenheit. Gerade in linken Milieus, die Entscheidung, wo stehe ich im Nahostkonflikt, ist nicht nur die Entscheidung zum Nahostkonflikt. Das ist im Grunde genommen so eine Art von einem Identitätsausweis von vielen Menschen. Linke, aber nicht nur Linke. Das Erste, was dafür ich plädiere, ist dann, den Nahostkonflikt oder den Menschen vor Ort zu sehen und nicht immer über die deutsche Empfindlichkeit zu denken, sondern auf die Region selbst zu schauen, auf die Menschen vor Ort. Die zweite ist auch so eine Art von persönlicher Auseinandersetzung. Und wenn das hilft, unsere eigene Position als Individuen oder als Gesellschaft zu reflektieren, dann bin ich sehr zufrieden mit dem Buch. Thank you.
Wenn wir an Moral denken, denken wir natürlich zuerst mal an das, was verboten ist, an Zwang, an Gut und Böse und verurteilt werden. Das muss aber nicht so sein, denn moralische Normen sind natürlich auch die Normen, die unser Zusammenleben ermöglichen. Ohne Moral wären wir gar nicht zu der Art von Mensch geworden, die wir heute sind. Mein Buch ist eine Geschichte der Moral, das heißt, teilweise ist es die Geschichte unserer Moral als biologisches Phänomen und wie Moral unsere Spezies und unser Dasein als Spezies geformt hat, aber natürlich gibt es auch eine Kulturgeschichte, eine Sozialgeschichte der Moral. Den Zeitraum, den ich damit versuche abzudecken, ist eigentlich der Zeitraum der Menschheit überhaupt. Es beginnt vor 5 Millionen Jahren, bis wir dann aus dieser ganzen langen Erzählung heraus in sowas wie einer Gegenwartsdiagnose ankommen. Ich glaube nicht, dass wir eine göttliche Autorität brauchen oder eine religiöse Autorität, um unseren moralischen Normen und Werten Sicherheit und Halt zu geben, sondern das schaffen wir schon allein aus unserer menschlichen Natur und aus unserem humanistischen Verständnis dieser menschlichen Natur heraus. Die Wahrnehmung, die viele Leute, glaube ich, haben, ist, dass wir in polarisierten Zeiten leben. Viele Menschen finden das schwer zu glauben, dass es universelle moralische Werte gibt, aber ich glaube, dass auch da die empirischen Daten eine sehr eindeutige Sprache sprechen. Das heißt, auf der einen Seite wird Polarisierung und politische Entzweiung überschätzt und auf der anderen Seite werden die fundamentalen, viel tiefer gehenden moralischen Werte, die uns alle als Menschen vereinen, in ihrer Wichtigkeit drastisch unterschätzt. Und diese Gleichung neu aufzumachen, das wollte ich auch erreichen in dem Buch. Also es bedeutet mir sehr, sehr viel, dieses Thema Russland als Imperium ist das Thema eigentlich meines Lebens, wenn ich es etwas pathetisch sagen darf. Und für mich war dann der 24. Februar der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich muss dieses Buch, über das ich so lange schon nachdenke, jetzt endlich schreiben. In meinem Buch geht es um den Fluch des Imperiums. Der Fluch ist, dass Russland sich als europäische Macht seit dem 18. Jahrhundert bestimmte Deutungsmuster angeeignet hat, eine bestimmte Identität angeeignet hat. Zum Beispiel, dass es zwischen Imperium und eigener Nation nicht trennen kann, dass es sich nur als beherrschende Macht denken kann. Und dass es insbesondere Polen und die Ukraine stets als verlängerten Arm des Westens ansieht. Viele fragen ja, was will Putin, und psychologisieren den Krieg damit. Das ist aus meiner Sicht ein Irrweg. Man muss nach den Bedingungen der Möglichkeit für diesen Krieg fragen. Also welche kulturellen und historischen Voraussetzungen gibt es eigentlich für den Krieg? Umso mehr wird Zeit notwendig sein, damit Russland zu einer neuen Identität findet. Eine solche Vision wird sich erst dann verwirklichen lassen, wenn Russland wieder eine Demokratie ist und wenn sich Politikerinnen oder Politiker finden, die in Wahlkämpfen so eine Vision erfolgreich vermitteln. Ich glaube, eine der schönsten Erfahrungen für mich ist, dass die Lesarten bei diesem Buch so extrem unterschiedlich sind, dass dieser Fremdheitsdiskurs, so wie ich ihn aufmache, tatsächlich breit gelesen werden kann. Es geht in Wo die Fremde beginnt um das Erkunden des Unbekannten, um die Auseinandersetzung mit Zugehörigkeit und um die Frage, wie sich beides miteinander verbinden lässt.
Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft sehr häufig vorkommt, dass man die Menschen, mit denen man in direkter Nähe lebt, oftmals nur aus so einem peripheren Sichtfeld wahrnimmt. Und dadurch habe ich noch mal einen völlig anderen Zugang zu dem Fremdheitsbegriff bekommen, weil sich eben herausgestellt hat, dass Fremdheit in unmittelbarer Nähe beginnen kann. In Liebesbeziehungen, aber eben auch in Nachbarschaften, in Freundschaften oder auch mit den eigenen Kindern. Ich lebe in einem Stadtteil, der sich stark unterscheidet vom angrenzenden Stadtteil. Das war für mich ein sehr spannender Ort, den ich mir im Zuge von Fremdheit und Fremdheitswahrnehmung angeschaut habe. Mir ging es darum zu sagen, dass Fremdheit ein wirklich allgegenwärtiger Begriff ist, der am Ende eben wirklich auch jede und jeden von uns angeht und betrifft. Und vor allem, dass das am Ende überhaupt keine schlechte Nachricht ist. Liebe Frau Rubner, Gespräch, zweiter Teil. Unter 231 eingereichten Titeln hat die Jury, sagt man hier, 8 Bücher ausgewählt. Gab es in diesem Jahr, eine klassische Frage zu einem Buchpreis, gab es prädominante Themen, gab es prädominante Genres? 8 großartige Bücher ausgewählt, möchte ich hier noch sagen. Nein. Also ja, natürlich das Thema Überfall Russland auf die Ukraine hat sehr viele Bücher hervorgebracht und wir haben es ja auch eins auf die Shortlist, ein wichtiges mit auf die Shortlist genommen. Der andere große Themenkomplex, würde ich sagen, betrifft so diese Frage nach Identität, nach Universalismus, auch das ein Buch oder mehrere Bücher, die jetzt vertreten sind. Also die Fragen, wie viel Individualität können wir uns als Gesellschaft leisten, wie viel Partikularinteressen, aber auch andererseits, was verbindet uns, ja? Was ist universell an unserer Gesellschaft? Also viele Bücher um diesen Komplex, wo es ja dann auch um die sogenannte Cancel Culture geht, die Debatte aus den USA, die jetzt auch bei uns geführt wird. Also das war, würde ich sagen, der zweite große Fragenkomplex. Was hat Ihnen denn vielleicht auch gefehlt unter den Einreichungen? Eine Frage, die Sie vielleicht partiell schon in unserem ersten Gesprächsteil beantwortet haben. Ja, tatsächlich hat mir gefehlt, aber ich glaube, es ging auch anderen Mitgliedern der Jury so, Bücher aus dem Bereich einer wirklich wichtigen, existenziellen, muss man fast sagen, Frage, die uns ja schon seit vielen Jahren bewegt, nämlich der Klimawandel. Ja, und da, klar, es gab schon das eine oder andere Buch, aber es gab einfach nicht die Zahl der Bücher, die auch tatsächlich gutes Sachbuch in diesem Sinne, wie wir es vorhin diskutiert haben, da fehlte mir wirklich diese Präsenz des Themas. Und ich frage mich auch, ist das Thema schon so unwidersprochen in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Ich glaube nicht, wir sehen es ja auch an den Diskussionen darum. Oder sind die Verlage einfach zu vorsichtig, dass sie meinen, das interessiert keinen mehr, das wird nicht mehr gelesen und gekauft? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ein interessantes Manko in Anbetracht der Großwetterlage. Eine abschließende Frage, Frau Rubner. Wir haben ja einsteigend in diesen Abend ein Porträt der Jury gesehen, gewissermaßen. Das schien alles recht harmonisch, ging es zuweilen aber auch hart her. Also gab es auch heftige Debatten und wenn ja, woran schieden sich die Geister? Also ich würde sagen, wir waren wirklich eine sehr gute Gruppe von Jurymitgliedern. Ich möchte an dieser Stelle meinen Jurykolleginnen und Kollegen auch wirklich danken. Ja, danke. Und ich möchte natürlich auch dem Auswahlkomitee danken, weil sie haben wirklich eine großartige Gruppe zusammengebracht, die wirklich sehr unterschiedlich war von ihren Standpunkten, von ihren Sozialisierungen,
von ihren Herkünften, aber ich finde, die auch sich großartig ergänzt hat. Insofern, es hat großen Spaß gemacht und wir hatten gute Debatten. Ja? Wir hatten heftige Debatten, aber immer inhaltlich, immer wirklich sehr inhaltlich getragen. Und, aber wo hakte es? Hakte es irgendwo? Also wenn ich vielleicht einen Punkt, der mir aufgefallen ist, wo wir vielleicht Differenzen hatten, die sich nicht so leicht auflösen können, war, dass so die Naturwissenschaftler unter uns gesagt haben, ein gutes Sachbuch muss auch Lösungen aufzeigen. Ja, thematisiert ein Problem, muss auch Lösungen aufzeigen. Und da sagten andere, nein, ein gutes Sachbuch kann auch einfach sozusagen ein Thema aufgreifen, die Probleme darstellen und muss nicht zwangsläufig zu einer Lösung kommen, wie wir Naturwissenschaftler immer naiverweise so ein bisschen denken. Also wenn es wirklich, denke ich, so eine inhaltliche Bruchlinie gab, dann vielleicht diese. Applaus für Jean Rubner. Danke. Danke. Liebes Publikum, es ist soweit. Wir kommen jetzt zum entscheidenden Moment dieser Preisverleihung zur Bekanntgabe des Sachbuchs des Jahres 2023. Ich bitte noch einmal die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, auf die Bühne. Ihr kommt das Amt zu, die Begründung der Jury zu verlesen und den Preisträger, die Preisträgerin auszurufen und dann die Ausgezeichnete auf die Bühne zu bitten. Ja, meine Damen und Herren, wahrscheinlich geht es Ihnen jetzt wie mir und Sie hätten gerne mal Mäuschen gespielt in dieser Jury. Ich verrate Ihnen, ich durfte es ja auch nicht. Und was ich aber gesagt bekommen habe, war, dass Sie sehr, sehr gut miteinander gearbeitet haben. Das haben wir gerade gehört. Und dass es so eine Frage gab, brauchen wir auch Lösungen oder lagen auch Fragen? In einem Punkt haben Sie eine einstimmige Lösung gefunden, nämlich was hier drin ist. Und damit mache ich es noch ein ganz klein bisschen spannend beim Aufblättern. Den Deutschen Sachbuchpreis 2023 verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Ewald Frieh, ein Hof- und Elfgeflüster. Weil Herr Frieh im Moment so aussieht, als müsste er die Freude noch fast eine Sekunde mal verdauen, lese ich die Begründung vor. Währenddessen können Sie dreimal tief durchatmen und dann freue ich mich, wenn Sie zu mir auf die Bühne kommen. Die Begründung der Jury. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben geschieht überall. Eine persönliche und überraschende Perspektive auf diesen Veränderungsprozess nimmt Ewald Frieh ein. Am Beispiel seiner Familie aus dem Münsterland beschreibt er Spannungen, die sich zwischen Stadt und Land entwickelt haben und uns gegenwärtig intensiv beschäftigen. In seiner verblüffend einfachen und zugleich poetischen Sprache schafft Frieh Zugang zu einer Welt im Wandel, immer empathisch, aber nie nostalgisch. Auf der Basis von Interviews mit seinen Geschwistern hat Ewald Frieh ein tiefes und gleichzeitig zugängliches und unterhaltsames historisches Sachbuch verfasst. Das muss mal jemand über sich hören. Das steht hier nicht. Diese Alltagsgeschichte geht von leicht zu übersehenden Details aus und entwickelt große Gedanken.
Ein inspirierendes Beispiel für innovative Geschichtsschreibung, Stiftung Hochkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der Vorstand Hamburg Elbphilamonie am 11. Juni 2023. Und jetzt bitte ich Sie auf die Bühne. Wir sollen es jetzt einmal so in die Kamera halten. Das haben wir der Kamera versprochen. Und jetzt überlasse ich Ihnen die Bühne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das ist ein besonderer Moment für mich. Ich möchte mich bedanken bei der Stifterin des Preises, der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und bei den Institutionen und Einrichtungen, die diesen Preis unterstützen. Ich möchte mich bedanken bei der Jury, die eine enorm aufwendige Arbeit auf sich genommen hat, so kommt es mir jedenfalls vor, und sich mit der Entscheidung natürlich auch der Kritik aussetzt, aber gerade dadurch eine Möglichkeit schafft zu überlegen, was eigentlich ein gutes Sachbuch ist. Und ich möchte mich bedanken bei den Autorinnen und Autoren, die eben mit mir da draußen gesessen haben und die, wie ich das Gefühl hatten, jeder und jede könnte gewinnen. Und wir möchten nicht in der Haut derjenigen gesteckt haben, die entschieden haben. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Geste, dass wir alle Bücher bekommen. Und ich finde, das könnten Sie auch machen, weil es wirklich tolle Leute sind, die ich habe kennenlernen können und tolle Texte. Und lohnt sich, in alle reinzuschauen und mit allen Autorinnen und Autoren zu denken. Der heutige Abend ist der zweite Teil eines Doppelsiegs. Denn Wolke 2, der erste Star der Kuhherde meines Vaters, gewinnt heute zum zweiten Mal. 1950 fuhr sie mit meinem Vater Bernhard Frieh im Zug nach Frankfurt am Main, um dort vor 500.000 Zuschauern rot-bunte Siegerkuh auf der DLG-Schau zu werden. 2023 wurde Wolke 2, mittlerweile zwischen zwei Buchdeckeln gepresst, als Hauptfigur eines schmalen Buches vor 500 Zuschauern mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Die Zahlen liegen natürlich nicht ganz auf einer Linie. Die 500.000 kamen über mehrere Tage hinweg und ob alle Wolke 2 und ihre Auszeichnung gesehen haben, ist sehr fraglich. Andererseits haben neben den 500 Menschen hier im Saal noch ein paar andere mein Buch und die Bücher der anderen lesen können. Also irgendwie stimmen die Zahlen nicht so ganz. Nun mag mancher hier im Saal denken, der will doch nicht im Ernst die Auszeichnung einer Kuh auf einer Landwirtschaftsausstellung mit dem Deutschen Sachbuchpreis in einem Zusammenhang bringen. Den bedenkenträgerischen Menschen, die es im Raum geben mag, darf ich versichern, wenn mein Vater heute von seiner Wolke aus zuschaut, denkt er genau das Gleiche. Nur andersrum. Der wird doch nicht im Ernst
den Siegerpreis auf einer deutschlandweiten DRG-Ausstellung mit einem Preis für ein Buch vergleichen wollen. Und genau darum geht es in dem Text, der hier freundlicherweise ausgezeichnet worden ist. Wie eine selbstbewusste, nach eigenen Wertungskategorien und Regeln eigenlogisch funktionierende Sozialform in nur einer, allenfalls zwei Generationen ganz still und so vollständig untergegangen ist, dass wir ihre Werte und Regeln nicht einmal mehr für möglich halten. Ich habe dafür eine vielleicht nicht einzigartige, aber doch besondere Versuchsanordnung nutzen können. Ich bin mit 10 Geschwistern auf einem Hof im Münsterland aufgewachsen. Im Gespräch mit Ihnen habe ich den Weltenwandel zwischen den 1940er und 1980er Jahren aus der Akteursperspektive zu rekonstruieren versucht. Für meine ältesten Geschwister war die bäuerliche Sozialform während ihrer Kindheit noch gelebte Realität mit Eisblumen an den Fenstern, Kinderarbeit, Körperstrafen, ritualisierter Alltagsfrömmigkeit, Sonntagsgottesdienst, Frühschoppen, monatlichen Zuchtviehmarkt und natürlich den DLG-Shop. Die Jüngeren erlebten das Verschwinden bzw. die Transformation all dieser Elemente im kindlichen Alltag, ohne Begriffe und Rahmen für die Veränderung zu haben, die ihnen geschah. Indem ich jetzt Oral History, zeitgenössische Agrarpublizistik und Agrarsoziologie und agrarhistorische Arbeiten zusammenführe, kann ich, oder so hoffe ich, Begriffe und Rahmungen mit den Erleben meiner Geschwister verschränken. Was gewinnen wir jetzt dadurch? Erstens, meiner Ansicht nach, eine andere Perspektive auf die Geschichte der Landwirtschaft, die nicht einfach das Krisennarrativ des Höfesterbens bedient, sondern vom individuellen Erleben und dessen Verarbeitung zu Auf- und Umstiegsgeschichten das stille Verschwinden der bäuerlichen Welt verstehbar macht. Zweitens, eine andere Geschichte des Katholizismus als Sozialform, der in vielen Formen auftritt, als Lebensversicherung der Bauern und als Rahmung ihrer Alltagswelt, als heute befremdlich anmutendes Lebensselbstopfer junger Menschen, das mein zweitältester Bruder schließlich nicht erbracht hat, als Chance auf Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung für meine Mutter und viele meiner jüngeren Geschwister. Drittens, eine andere Perspektive auf die Geschichte der Bundesrepublik. Sie wird gewöhnlich von den Städten her geschrieben, mit der Rhythmisierung durch Wirtschaftswunder, Ölkrise und den Jahren nach dem Boom. Doch 1950 war noch knapp ein Viertel der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft tätig und viele andere machten Alltagserfahrungen ländlichen Lebens und Arbeitens. Die Erfahrungen dieser Menschen werden, so haben mir viele Leserinnen und Leser geschrieben, durch dieses Buch gewissermaßen rahmbar und mit Bedeutung und eigener Dignität jenseits von Untergang versehen. Das ist ein von mir nicht vorhergesehener, aber wirklich schöner Nebeneffekt des Buches. Meine Geschwister haben innerhalb von einer Generation vieles verloren. Eine Sprache, nämlich das Plattdeutsche, eine Sozialkultur mit Visiten der Verwandtschaft, mit Alltagskatholizismus und so weiter, viele handwerkliche Fähigkeiten, Besen binden, Buschen machen und viele nicht sehr schöne handwerkliche Fähigkeiten, die man auf dem Bauernhof so braucht und die ich Ihnen jetzt erspare. Und intellektuelle Herausforderungen, wie etwa Wetterprognosen oder Zuchttierprognosen, alles das brauchen wir nicht mehr. Aber in den Interviews geht es nicht um Verlust, sondern um Gewinn. An Berufsperspektiven, an Mobilitätschancen, an Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf Freunde, Freundinnen und Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Trotzdem kann man heute im Münsterland Plattdeutschkurse besuchen und wahrscheinlich auch Besen binden lernen. Menschen, die in ein völlig verändertes Dorf ziehen oder eines der leerstehenden Häuser in der Bauerschaft Horst anmieten, beheimaten sich dort durch das Erlernen von Kulturelementen, die die Indigenen vielleicht nicht bewusst, aber sicher nicht ungern aufgegeben haben. Kultur ist ein extrem wandelbares Phänomen. Auch in agrarischen Zusammenhängen, die doch immer als der Hort des Beständigen und Ewigen gelten, ist sie hochgradig variabel, sie imitiert, sie adaptiert, sie verliert und gewinnt. Die Agrarlandschaft, deren Verschwinden seit den 1960er Jahren wir beklagen, immer größere Felder, immer weniger Hecken und so weiter, stammt aus der Zeit nach der Bauernbefreiung.
Die Züchterwelt, deren Indian Summer und Untergang ich in diesem Buch beschrieben habe, begann überhaupt erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist vielleicht eine der generalisierbaren Einsichten dieses Buches, dass es wichtig ist, die Dynamik und Veränderlichkeit von Kultur zu unterstützen, auf das Morgen zu setzen, in dem auch das Gestern aufgehoben ist. Dass ich dieses Buch habe schreiben können, verdanke ich vielen Menschen und ein paar möchte ich eben nennen. Das ist zum einen mein Lektor Ulrich Nolte, dessen Feingefühl und Sensibilität für Themen, Stil und Ideen ich wirklich viel verdanke und überhaupt den Leuten beim Beck Verlag. Es ist ein Vergnügen, da Bücher zu schreiben. Ich möchte, auch wenn das ein bisschen schräg, aber weit hergeholt sich anhört, meine Kolleginnen und Kollegen an der Uni Tübingen nennen, da sind Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftler, die alle in gewisser Weise eine Macke haben. Und dadurch ergibt sich aber eine Möglichkeit, voneinander zu lernen und schräge Dinge neu zu denken, für die ich sehr dankbar bin. Ich möchte mich bedanken bei meinen Geschwistern, die sich haben interviewen lassen und es haben geschehen lassen, dass daraus ein Buch geworden ist. Nur das hat dieses einzigartige Experiment ermöglicht und die brauchten gute Nerven und das war wirklich nett, dass sie das ausgehalten haben. Insgesamt habe ich am Anfang gesagt, dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Er ist etwas wirklich Schönes. Ich bedanke mich bei der Jury und bei allen anderen, die ich jetzt noch nicht genannt habe und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Ewald Frie. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Zuhörende, das war der Deutsche Sachbuchpreis 2023. Am Ende des Buches von Hanno Sauer findet sich eine sehr feine Widmung, die da lautet: Ich widme dieses Buch allen, von denen ich jemals etwas gelernt habe. Mögen wir nicht aufhören, lernen zu wollen, mit Herz und Hirn im Idealfall. Von Ingeborg Bachmann stammt der Satz, denn wer nur ein Hirn hat und kein Herz, ist niemand. Sehr geehrte Damen und Herren, ich rate Ihnen, sich diesen Satz hinter die Ohren zu schreiben. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie dem Deutschen Sachbuchpreis gewogen.